Black Banner, Black Star! It's a yeah! Black Banner, Black Star! Willkommen zu meinem ersten kompletten dunklen Vlog. Wir haben gerade die Freunde von Dominik kennengelernt in der Bar und haben ordentlich gebechert mit denen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit mit denen, bei dem einen von denen, oder beziehungsweise bei der eine kommt auch nicht von hier, die kommen alle nicht von hier. Aber der eine hat Familie hier und wir können bei denen pennen in der Nähe, im Haus. Dominik und ich pennen. Ich weiß gar nicht, ob man das hat wegen dem ganzen Ding. Aber Dominik und ich pennen in dem Gartenhaus, bei denen im Garten. Und wir haben gerade einen ganz langen Weg hinter uns. Wir laufen seit einer halben Stunde oder so. Und da vorne sehe ich schon, das kann die Kamera gerade nicht aufnehmen. Aber das ist wirklich nur hier bei fast Vollmond. Es ist wirklich ein sauschöner Weg. Berge hoch und runter. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Aber gleich sind wir da. Und dann können wir chillen. Ja. Keine Ahnung, ob man das hier überhaupt hört. Zur Not mache ich Untertitel oder so ein Kram. Also. Das wird die erste Nacht, die wir nicht im Zelt schlafen müssen. Das wird ganz entspannt. Das heißt, wir haben ein Gartenhaus und hauen einfach unsere Matten hin und unsere Schlafsäcke. Und gut ist. Und morgen gucken wir, was abgeht. Morgen beginnt das, nee, gar nicht wahr, am Samstag, übermorgen beginnt das Isla Festival. Und Whiskys. Aber, oh krass, hier sind Pferde. Aber morgen Abend ist irgendwie so ein Blueskonzert oder so, wo wir auf jeden Fall hingehen. In the morning at breakfast. Yeah, yeah, yeah. Is there lots of white wine? Where do you come from? In, along the Rhine? Perhaps, I don't know. We don't drink wine. The Ahrtal, white stuff, I can't remember that. Oh, the boys are out. I don't drink the beer from Bavarian. So this is a Schmerbank 10-year-old. I don't like it. But I also don't drink the beer from Cologne. Yes. I drink beer, it's called Pils. Chosen from the Pils. Guy named it's the kind of beer I drink. Or like I don't know where it comes from, actually. 10 euro. Mal rüber. Mhm. Das Bier. So I will try sea and salt and vinegar. Was war das? Wer Pitti? Salos Extreme ist die Lakritz Explosion für alle Liebhaber von Salsa Kritz. Die extra starken Salmiak Lakritzli Bonbons enthalten sorgfältig ausgewalten Schussholzschaft und Krautensaugusuku. Die ein Sigartig Volumen mit Salmiak-Salz gibt Salos Extreme den ganz besonderen Kick. Stark, danke, Extreme. I've never spoken a real German in my life. Yeah, do it. No, try it, try it. Just try it. Try to read it. Wait, I can't wait till you get it. I understood you, but I didn't understand you. I didn't understand the word. Salus Extreme is the Lakritz explosion for alle Leber von Salkritz. The extra starken Salamanc Lakritz bonbons. And Tatten. Ah, fuck me. Really good. So our Faltig Ash. He said Enfalten. Enfalten with TH. Enfalten. Enfalten. Blah blah. Superholzen. Fuck. Oh, Jesus Christ, come on. In Kurter Zg. Kurter Zg. The end Arctic. Ah, fuck, I have to. Nice. Ist die Lakritz-Explosion für einen Liebhaber von Salzlakritz. Die extra starken Salmiak-Lakritz-Bonbons enthalten sorgfältig ausgewählte Süßholz-Saft- und Kräuterauszüge. Die einzigartige Füllung mit Salmiak-Salz gibt Salos Extrem den ganz besonderen Kick. Stark,
stärker, extrem. Es ist ein wunderbarer Morgen hier. Gerade eben aufgewacht. Garten ja netterweise hier in der, so einem, ich dachte, es wäre ein Gartenhaus, aber es ist einfach ein ganz komplettes kleines Haus mit Badezimmer. Es ist wie eine kleine Wohnung hier. Bei Roberts Opa im Garten pennen. Robert ist der Typ, den wir da gestern noch getroffen haben, ein Kumpel von Dominik. Oder eher alter Bekannter, der hat ihn letztes Jahr schon hier getroffen. Und wir hatten eine super Nacht, hatten keinen Stress mit Zelt aufbauen, mussten nicht gucken, dass das Zelt trocken ist. Konnten einfach all unser Zeug hier hinlegen. Wunderbar, haben im Warmen gepennt. Alles wunderbar. Jetzt, ich war gerade schon drüben bei den Jungs, die sitzen im Wohnzimmer. Und Dominik schnackt gerade ein bisschen mit dem Opa vom Dominik, vom Robert. Netter alter Mann. Vor allem alt, aber nett. Das Wetter ist super. Scheint die Sonne, es ist recht warm. Jetzt scheint die Sonne gerade nicht, aber im Allgemeinen scheint die Sonne. Und ich werde mal gucken, was ich jetzt so gleich machen werde. Die anderen wollen eventuell fischen gehen, aber wenn das Wetter nicht gut genug ist, also wenn die meinen gerade, es wäre irgendwie zu windig, um fischen zu gehen eventuell. Aber falls sie nicht fischen gehen, dann wollten sie irgendeine andere Destillerie besuchen. Ich habe weder Bock fischen zu gehen, noch habe ich große Lust, noch wieder eine andere Destillerie zu sehen. Werde ich sowieso ja die nächsten zwei Tage noch, deswegen muss ich da nicht mitkommen. Ich denke mal, dann werde ich heute ein bisschen was wandern gehen. Der Opa meinte gerade schon, hier wäre irgendwie so ein Monument für irgendein Schiff, was untergegangen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das soll wohl ganz schön sein, da hinzulaufen. Eventuell werde ich das machen. Einfach mal ein bisschen laufen. Ja. The autumn song is sung, dark nights are coming, but the day is still so young. Can you hear the old arcades? Is the smell of chips, what with the money that they made on the game? Oh, despite the rain, I'm happy again. Oh, despite the rain, I'm happy again. Not gonna get my fortune told, we'll still love you. Hey, immer noch in Eiler, auf Eiler, am Strand, am Meer, an der Küste. Waren gerade an dem Leuchtturm, haben da ein bisschen gechillt. Die Jungs sind immer noch da, die anderen sind am Angeln und das ist nicht so mein Ding, deswegen bin ich ein bisschen spazieren gegangen und habe mir jetzt hier eine schöne Stelle gesucht, wo ich jetzt gerade ein bisschen mich hingelegt habe und ein bisschen chillen werde. Das Wetter genießen, das Wetter ist wirklich unglaublich geil. Die Sonne scheint, es ist warm, es ist bestimmt 18, 19 Grad. Nachher gehen wir erst essen irgendwo hier und laden die unsere Gastgeber ein. Also nicht Robert und so, sondern Robert, Craig, Ryan, Dominik und ich laden die Großeltern von Robert ein, weil wir bei denen pennen. Und gucken, sind wir im Restaurant, mal schauen, was es da Feines gibt. Und anschließend gehen wir nach Lagavulin. Da spielt heute Abend die Blues Band. Das ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Ein bisschen Live-Musik. Abgesehen von den Baustellenfahrzeugen, die da hinten sind, ist heute echt mal schön, die Ruhe zu genießen ein bisschen. Es ist super, mit Dominik zusammenzureisen. Wir haben uns ja am Flughafen in Edinburgh schon zusammengeschlossen. Aber so langsam würde ich auch gerne mal alleine weiterreisen. Ich werde noch zwei Tage hier auf der Insel bleiben mit den Jungs. Und dann werde ich mich von allen trennen und dann alleine weiterreisen.
Denn bis jetzt bin ich noch nicht viel gewandert. Und eigentlich bin ich zum Wandern hier. Zum Laufen. So I wave goodbye. But I don't want to go. Oh, standing in the rain. Please come back again. Ich habe hier gerade eine Höhle gefunden. Eine Höhle mitten im Berg. Und die ist ganz schön gruselig. Ich will gerade alleine spazieren. Und man kann nicht genau erkennen, wenn man reinguckt, wie tief die ist. Und davor liegen einfach Knochen rum. Voll abgefahren. Hier ist ein Berg. Und da ist diese Höhle. Und hier am Eingang liegen ganz viele Knochen. Die ist nicht so tief, die geht nur bis da vorne. Trotzdem ganz schön gruselig. Werde ich mal Robert fragen, ob er die kennt, die Höhle. Dominik, ich muss dir die scheiß Höhle zeigen, Alter. Ich muss dir die scheiß Höhle zeigen da vorne. Die ist voll gruselig. Always drunk, always drunk. Bist du schon wieder so weit? Nein, natürlich nicht. Ein riesengroßes Feuer neben einem Holzhaus. Das ist die dümmste Idee überhaupt. Was? Plastik zu verbrennen oder was? Nein, ein riesen Feuer neben einem Holzhaus. Die wissen schon, was sie tun. Ja, der Weg geht in die andere Richtung. Steady, right? But I could see, I mean, so at some point he says, yeah, I'd like to see an Irishman can drink. We're going steady, right? 12 years old, right?